Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch heute ein cooles Techniktraining zeigen, wo ihr ganz, ganz viele Ballkontakte habt. Wenn ihr wirklich besser werden wollt, müsst ihr viele Ballkontakte haben. Das wird dieses Techniktraining auf jeden Fall gewährleisten. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Ball. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Die erste Übung ist eine unserer Lieblingsübungen, da sie nicht nur super für die Technik, sondern auch für den Kopf ist. Du startest sie, indem du den Ball zunächst mit der Außenseite und dann mit der Innenseite des gleichen Fußes führst. Dann machst du eine kurze Pendelbewegung und spielst den Ball mit deinen Innenseiten, beginnst jedoch mit dem anderen Fuß. Nun hast du den Ball auf dem anderen Fuß, wo du den Ablauf wiederholst. Achte darauf, den Fuß kurz abzusetzen, nachdem du den Ball mit der Außenseite berührt hast, um ihn dann mit der Innenseite weiterzuführen. Diese Übung wird auch Sohlenrolle genannt. Du ziehst dir den Ball mit der Sohle rüber auf den anderen Fuß und nimmst hier noch einen Kontakt mit der Innenseite, bevor du den Ball mit der Sohle dieses Fußes wieder auf den anderen Fuß ziehst. Achte darauf, dir den Ball mit den Sohlen jeweils ungefähr im 90 Grad Winkel auf die andere Seite zu ziehen, um den Ball sauber mit der Innenseite weiterspielen zu können. Auch bei dieser Übung arbeitest du mit den Sohlen. Du stellst dich seitlicher zum Ball und ziehst dir den Ball mit einer Sohle im Lauf schräg nach vorne. Dann machst du mit dem anderen Bein die Schere, bewegst es also von außen nach innen um den Ball, um ihn dann mit der Sohle des anderen Fußes wieder schräg nach vorne zu spielen und die Schere mit dem anderen Bein zu machen. Damit diese Übung funktioniert, ist es wichtig, leichte Sohlenkontakte zu haben, wenn du den Ball nach vorne ziehst. Für diese Übung machst du leichte einbeinige Sprünge und berührst den Ball abwechselnd mit dem Spann und der Sohle eines Fußes, bevor du das gleiche mit dem anderen Fuß machst. Jeder Sprung bedeutet gleichzeitig einen Ballkontakt. Um bei dieser Übung sauber zu arbeiten, ist es wichtig, leichte Ballkontakte mit dem Spann und der Sohle zu machen. Bei dieser Übung berührst du den Ball zunächst mit der Außenseite, bevor du einen Chop machst, um den Ball im Sprung mit der Innenseite des gleichen Fußes hinter dem anderen Bein mitzunehmen und die Übung auf der anderen Seite fortzuführen. Achte auf leichte Ballkontakte, wenn du den Ball im Sprung berührst.
dieser Übung tippst du den Ball mit beiden Sohlen abwechselnd nach vorne. Es ist hier wichtig, keine Zwischensprünge einzubauen, sondern den Ball direkt mit den Sohlen nach vorne zu tippen. Achte auf leichte Ballberührungen mit den Sohlen und winkel deine Arme an.